Windows 11 ist seit dem 4.10.2021 verfügbar, kostenlos als Update oder beim neuen PC gratis dabei. Es bietet tolle neue Funktionen, mehr Sicherheit und läuft gefühlt schneller als jede andere Windows-Version vorher. Was ist denn der Haken an der Sache? Vieles spricht aus meiner Sicht dagegen, schon jetzt auf Biegen und Brechen auf Windows 11 zu wechseln. Und in diesem Video klären wir einfach mal die Frage, warum. Punkt Nummer 1. Deine Hardware wird nicht unterstützt. Windows 11 hat die höchsten Systemanforderungen ever. Das ist nichts Neues. Wenn ein neues Betriebssystem herauskommt, dann hat es meistens höhere Anforderungen als das Vorgängerbetriebssystem. Das ist auch nicht schlimm, weil PCs entwickeln sich immer schneller, immer weiter. Bei Windows 11 ist es aber so, dass Geräte, die vielleicht 2-3 Jahre alt sind, nicht mit Windows 11 funktionieren. Das ist scheiße. Für die meisten ist es sicherlich kein Problem, eine 64-Bit Dual-Core-CPU mit 1 GHz zu haben, 4 GB Arbeitsspeicher und einen freien Festplattenspeicher von 64 GB auf seiner Systemplatte zu haben. Das ist easy. Schwieriger wird es dann aber schon zum Beispiel mit einer DirectX 12-fähigen Grafikkarte, in Büros zum Beispiel. Ein UEFI-BIOS, das haben vielleicht auch schon viele, nutzen es aber nicht. Secure Boot haben auch schon viele, nutzen es aber vielleicht gar nicht und wissen auch gar nicht, wie man es einstellt. Und dann bleibt immer noch das berüchtigte TPM 2.0-Modul, welches man übrigens nach einer Windows 11-Installation auch ohne Probleme deaktivieren kann, ohne dass man das überhaupt im System merkt. Als Faustregel kann man eigentlich sagen, dass alle PCs, die vor 2017 gebaut worden sind, offiziell nicht von Microsoft-Seite mit Windows 11 unterstützt werden. Wie gesagt, man kann es zwar über Umwege umgehen und trotzdem installieren, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Zumal es noch völlig unsicher ist, ob Funktionsupdates und Sicherheitsupdates auf diesen Kisten dann installiert werden, wenn die Systemanforderungen umgangen worden sind. Ob und wie viel Sinn das überhaupt macht, die Hardwareanforderungen dermaßen hochzuschrauben, darüber kann man sich streiten, denn Microsoft will natürlich auch, dass möglichst viele Leute Windows 11 nutzen und nicht Windows 10, Windows 7 vielleicht noch und Windows 11. Dann müssen sie 3 Systeme supporten. Das kostet die Geld. Punkt Nummer 2. Never stop a running system. Ändere niemals irgendetwas an einem laufenden System, welches gut läuft. Und Microsoft Windows 10 läuft auf den meisten Rechnern gut. Dann gibt es keinen Grund, unbedingt jetzt schon auf Windows 11 zu nutzen und vielleicht dadurch Probleme zu verursachen, die vorher gar nicht da waren, wie zum Beispiel Treiberprobleme, die ich bis jetzt noch nicht gesehen habe oder sonst irgendwas. Windows 11 ist halt einfach neu und es kann bis dato unbekannte und unentdeckte Sicherheitsfehler und andere Bugs haben, von denen man heute noch gar nichts weiß. Probleme und Bugs kann natürlich jedes System haben, aber gerade bei neuen Systemen ist es so, dass die ersten User meistens auch die Beta-Tester für das ganze Programm sind. Denn gravierende Fehler werden oft erst mit der Nutzung der breiten Masse der Systemsoftware entdeckt und dann können sie natürlich auch erst behoben werden. Logisch. Windows 11 wird sich zwar mit Sicherheit noch weiterentwickeln, aber ihr müsst ja nicht unbedingt diese ganze Entwicklung von Anfang an mitmachen. Ihr könnt ja auch von dem sicheren Windows 10-Thron aus einfach beobachten, wie sich Windows 11 so entwickelt und dann irgendwann in 1-2 Jahren oder sowas mal umsteigen. Also, no pressure to install Windows 11. Kommen wir zu Punkt Nummer 3, den leeren Versprechungen. Microsoft hat viele tolle Neuigkeiten für Windows 11 vorgestellt, die den Alltag mit dem Betriebssystem einfacher und schöner und schneller und toller und einfach viel, viel besser machen sollen. Das Ding ist aber, dass viele dieser Versprechen und neuen Features im Alltag gar nicht so viel mehr bringen. Es gibt natürlich einige Dinge, die sind super cool, wie zum Beispiel die Snappy Layouts, also die Gruppierung von Fenstern auf dem Bildschirm, welche jetzt super einfach und intuitiv sich hier in Windows 11 integriert. Dann ist die Systemsteuerung deutlich übersichtlicher und logischer aufgebaut, als sie es jemals war. Es gibt einen richtigen Dark Mode in Windows 11, den sich sicherlich viele Leute gewünscht haben. Ich persönlich gehöre jetzt nicht dazu, aber das spielt ja auch keine Rolle. Dann gibt es die Multi-Desktops mit verschiedenen Hintergründen. Kann man jetzt nutzen, macht Sinn. Ich persönlich kenne das, nutze das sehr, sehr selten. Eigentlich gar nicht. Zudem gibt es die schon in Windows 10, nur halt in abgespeckter Form, ohne verschiedene Hintergrundbilder. Dann haben wir das neue mittig platzierte Startmenü, welches super übersichtlich und aufgeräumt daherkommt. Was mich persönlich aber in der Mitte nervt, ich schiebe mir das als erstes sofort, wenn ich Windows 11 installiert habe, immer nach links in die Ecke, weil ich es einfach hasse, das mit der Maus direkt anzuvisieren, dieses Startmenü, aber ist auch egal. Ganz groß wurden auch die Web-Widgets angepriesen, also eine Art Zeitung auf eurem Desktop. Die gibt es aber auch schon in Windows 10, nur halt woanders, nämlich unten auf der Taskleiste. Also auch kein wirklich neues Feature, mit dem man da wirbt. Und außerdem, die Nachrichten, die ich dort angezeigt bekomme, die sind einmal nicht die, die ich ausgesucht oder abgewählt habe,
sondern das sind einfach irgendwelche Nachrichten. Sportnews interessieren mich null. Ich kriege dennoch Fußballergebnisse angezeigt, warum auch immer. Dann werden da die Android-Apps, die zwar aktuell funktionieren, aber nur wenn ihr Windows Insider seid, dann könnt ihr die aktuell nutzen. Und ich glaube auch nur, wenn ihr in den USA wohnt. Bis heute sind sie noch nicht in der breiten Masse angekommen, was ziemlich shitty ist. Wie kompliziert oder einfach Android-Apps dann den Weg vom Amazon Store auf Windows finden, das wird sich dann irgendwann noch zeigen. Aktuell funktioniert das Feature halt einfach noch nicht. Im Bereich Gaming gab es die Ankündigung von Direct Storage, welches die Ladezeiten von Spielen unglaublich verkürzen soll. Gut, dann lädt das Spiel vielleicht 5 bis 10 Sekunden schneller. Ist es das wert, dass man direkt sein System neu aufsetzen muss und auf Biegen und Brechen Windows 11 installiert? Ich glaube nicht. Alles im Allen sind das natürlich ganz nette Dinge, das sind aber nicht die Dinge, die ich von einem Betriebssystem erwarte oder unbedingt haben möchte. Mir ist es wichtig, dass mein Betriebssystem stabil läuft und gut läuft. Ich sehe aktuell noch keinen Grund, von Windows 10 direkt auf Windows 11 umzusteigen, insbesondere dann nicht, wenn die Systemanforderungen nicht passen. Kommen wir zu Punkt 4. Ihr mögt das Design von Windows 11 nicht. Vielleicht mache ich mir auch gerade ein paar Feinde, weil viele feiern das Design von Windows 11, ich persönlich nicht. Aber Design ist Geschmackssache und darüber kann man nicht streiten. Sehr schön, aber es lässt sich toll bearbeiten, sieht toll aus. Auch gerade, dass das Muster noch so durchschimmert, ja. Ich habe schon angeteasert, dass ich das Windows-Startmenü in der Mitte zum Beispiel völlig zum Kotzen finde, weil ich immer mit der Maus in die Mitte hovern muss und gucken muss, wo meine Icons sind, die ich drücken möchte. Ich bin es einfach als Windows-User gewohnt, dass mein Startsymbol unten links ist. Und das bin ich gewohnt seit Windows 95, glaube ich. Und das finde ich auch gar nicht schlimm, dass sich Microsoft irgendwie absetzt von Apple zum Beispiel. Ansonsten gibt es in Windows 11 jetzt abgerundete Kanten, milchige Fenster und, was offensichtlich gesagt ziemlich cool ist, zumindest werden es viele feiern, den Dark Mode. Womit es Microsoft sich aber völlig verscherzt ist, ist zum Beispiel das Kontextmenü. Wenn ihr einfach einen Rechtsklick macht, das ist einfach kompliziert. Also vor allem, wenn ihr jetzt Normal-User seid, dann vielleicht nicht, aber als Power-User, der schon mal andere Dinge nutzt, als so ein bisschen kopieren und einfügen, der wird das Kontextmenü in Windows 11 hassen. Wie gesagt, letztendlich ist das Design Geschmackssache und über Geschmack kann man nicht streiten. Auch gerade, dass das Muster noch so durchschimmert, ja. Und ob der Schokoriegel jetzt Rider oder Twix heißt, ist am Ende auch völlig egal. Seid ihr mit Windows 10 heute zufrieden, braucht ihr auch morgen noch nicht auf Windows 11 wechseln. Denn im Grunde verpasst ihr erstmal nichts. Guckt euch einfach an, wie sich Windows 11 mit der Zeit entwickelt und steigt dann irgendwann um. Und vor allem, wenn eure Systemanforderungen nicht passen, dann wartet einfach ab, wie sich die Dinge entwickeln. Wir wissen noch nicht, wie es mit den Updates läuft. Ich weiß, meine Videos laufen sehr, sehr gut, in denen ich euch erkläre, wie man von Windows 10 auf Windows 11 kommt, auch wenn die Systemanforderungen nicht passen. Aber das würde ich euch tatsächlich nur zum Testen empfehlen. Wenn ihr Windows 11 trotzdem einfach mal ausprobieren wollt, dann macht das, egal welche Hardware ihr habt. Ihr könnt es einfach installieren. Ich habe euch in einem Video mal gezeigt, wie ihr euch eine Partition anlegt und Windows 11 darauf sicher installieren könnt und es einfach nutzen könnt und schon mal ein bisschen damit arbeiten könnt. Ja, und das findet ihr hier.